diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Motor auf Undichtigkeiten überprüfen könnt. Das heißt, ob er Falschluft zieht. Das bedeutet, ihr habt ja den Ansaugkanal, wo der Luftmassenmesser ist, oder in dem Fall die Stauscheibe. Und wenn der Motor eben am Luftmassenmesser vorbei Luft zieht, dann verändert sich natürlich das Gemisch. Das heißt, das Verhältnis von Kraftstoff zu Luft stimmt nicht mehr. Und das heißt, ihr habt nicht mehr optimale Leistung, ihr habt einen zu hohen Verbrauch, ihr habt Lambda-Sondenprobleme, die zeigt dann an, dass was nicht stimmt. Weil die Lambda-Sonde misst dann, wie viel Luft und wie viel Kraftstoff ihr im Abgas habt und regelt dementsprechend dann die Einspritzung nach. Und wenn ihr Falschluft zieht, wenn euer Motor irgendwo Falschluft zieht, dann solltet ihr diese Sache auf jeden Fall beheben. Ihr solltet die Undichtigkeit finden. Das kann sich manchmal auch ein bisschen schwierig gestalten, je nachdem, was für ein Motor und was für ein Auto ihr habt. Und gerade bei so Sachen wie Turboautos und so weiter und so fort, gibt es halt sehr, sehr viele Fehlerquellen für Undichtigkeiten, für Falschluft. Und ich zeige euch jetzt eine Methode, mit der ihr euer Auto, euren Motor überprüfen könnt, mit der ihr euren Motor überprüfen könnt, ob er Falschluft zieht. Und zwar gibt es einfach Bremsenreiniger zum Sprühen. Und den sprüht ihr dann einfach in eurem Motorraum rum, auf alle möglichen Schläuche, überall, wo ihr vermutet, wo es undicht sein könnte. Den habe ich jetzt einfach im Baumarkt gekauft, kostet 2,50 Euro, also ist ganz billig und es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Test mal mit eurem Auto zu machen. Gerade Autos, die 10 Jahre oder älter sind, sind besonders anfällig für Undichtigkeiten. Wie man sieht, habe ich extrem viele Schläuche und sowas. Ist jetzt leider ein bisschen dunkel. Und hier habe ich enorm viele Fehlerquellen für Falschluft, sag ich mal. Und was passieren wird, wenn ihr Falschluft habt, der Motor saugt ja die Luft an. Und wenn er dann den Bremsenreiniger ansaugt, das Zeug ist hochentzündlich, wenn es den Bremsenreiniger ansaugt, dann merkt ihr, dass der Motor auf einmal anders läuft, dass er hochdreht. Und ja, daran merkt ihr es eigentlich schon, dass er einfach hochdreht. Und das ist ungefähr dasselbe wie mit dem Starter-Spray, was ihr dann in die Ansaugung sprüht und dann startet der Motor leichter. Damit kann man auch überprüfen, ob der Motor Treibstoff bekommt zum Beispiel, weil er dann einfach den Bremsenreiniger verbrennt und dadurch natürlich hochdreht. Und das Zeug ist extrem flammbar, deswegen müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, ein bisschen aus der Ferne sprühen, dass da, wenn da Funken draufkommt, dann habt ihr natürlich gleich eine Flamme. Und ich demonstriere euch das mal und guck mal, ob mein Motor irgendwo Undichtigkeiten hat. Also hier scheint alles dicht zu sein. Der hat natürlich einen extremen Strahl hier. Nö. Das scheint alles dicht zu sein. Ich schüttel das Ganze nochmal. Gerade hier unten bei der Ansaugbrücke wollte ich das eigentlich ganz gern prüfen. Das ist ein bisschen schwer dran zu kommen. Dann eben hier. Also in meinem Fall sieht es gut aus. Hier ist halt, bei mir ist es halt sehr verbaut, deswegen kann ich das nicht so gut überprüfen. Aber ich sprühe es einfach mal überall hin. Und ich merke, der Motor läuft genau wie vorher. Das bedeutet, ich habe keine Falschluft oder nur ganz, ganz gering irgendwo Falschluft. Wenn es ganz gering ist, ist es halb so schlimm, sage ich mal, weil die Lambda-Sonde kann dem entgegenregeln. Wenn es aber ganz stark ist, dann fettet ihr auch ganz stark an und ihr habt natürlich einen enormen Verbrauch, weil er die ganze Zeit nicht so läuft, wie er soll. Ihr kontrolliert ja die Gasannahme dadurch, wie viel Luft euer Motor bekommt. Dementsprechend wird dann der Treibstoff auch eingestellt. Und wenn dann noch Falschluft dazu kommt, das sagt ja auch der Name Falschluft, dann kann der Motor nicht entsprechend einspritzen, beziehungsweise nur durch Lambda-Sondenkorrektur. Das ist halt schlecht, das heißt, er läuft anders, als er soll. Und deswegen müssen wir dem entgegenwirken, indem wir alles hier ausprobieren. Aber mein Motor scheint dicht zu sein.